Jerome Jason, du hast dir eigentlich einen Stammplatz erkämpft im Luzerner Mittelfeld oder in der Abwehr. Was hast du anders gemacht als zu Beginn? Nicht viel. Also, das kann ich nicht so sagen. Ich versuche immer im Training meine Leistungen abzurufen, Tag zu Tag zu lernen. Und, am Anfang hat es auch nicht schlimm gewesen. Ich bin schon zu meinen Einsätzen gekommen. Aber es hat nicht so gefruchtet, wie ich mir das persönlich vorgestellt habe. Natürlich. Und jetzt greift das alles ein bisschen besser. Aber das Ziel ist natürlich, mit der Mannschaft sehr erfolgreich zu sein. Das Persönliche muss man in den Hintergrund stellen. Und, ja, ich hoffe, dass jetzt das mit der Mannschaft auch vorwärts geht. Die Mannschaft ist gefordert gegen Servette. Ist da die Spannung spürbar vor dem wichtigen Duell? Ja, also natürlich, vor jedem Spiel herrscht eine gewisse Spannung. Jetzt wissen wir natürlich alle, um was es geht am Samstag. Und das ist natürlich eine andere als die gewohnte. Aber genau das Gleiche gilt für Servette. Wir spielen die Heime und mit der Unterstützung von unserem Publikum sind wir sicher, dass wir da die drei Punkte können die heilen. Wir erwarten das regelrecht Kampfspiel zwischen den beiden Mannschaften. Siehst du das ähnlich? Ja, ich sehe es ähnlich. Nur schon Platzverhältnis zu diesen Zeiten lässt gar nicht viel anderes zu. Und ich denke aber nicht, dass das uns ungelegen kommt. Ich denke, kämpferisch haben wir in dieser Rückrunde nicht enttäuscht. Und das werden wir auch jetzt am Samstag nicht machen und mit dem Basis für einen erfolgreichen Abend legen. Die gleiche Clubfarbe wie Servette Bellinzona, du hast dort gespielt. Wie verfolgst du die ganze Geschichte mit? Ja, aus der Distanz natürlich, vieles aus den Medien. Genaue Sachen kenne ich natürlich nicht, interne Sachen, aber so natürlich wärmere Sachen jetzt mitverfolgt von ehemaligen Kollegen, vom ehemaligen Arbeitgeber, wo man gleich verbunden ist, wo mir die Superliga ermöglicht hat. Und ja, ich hoffe, dass es natürlich dort so schnell wie möglich geregelt wird und wieder gut kommt. Ist der Fußball im Tessin etwas Spezielles? Fusionieren unter den ganzen Clubs kommt ja auch nicht in Frage. Das war praktisch wie früher Luzern mit Kriens gewesen. Was macht die Konstellation im Tessin so speziell? Ja, die sehen sich eigentlich gegen außen das ganze Tessin als eine grosse Familie, aber gegen innen herrschen grosse sportliche Rivalitäten. Und da ist man stolz, von Lugano zu sein oder stolz, von oben am Ceneri Bellinzona zu sein. Und ich sage fast herzliche Rivalitäten, die werden wirklich gelebt und auch gefeiert. Und das macht es ein bisschen schwieriger, eben so Fusionen anzugehen. Über längere Zeit ist das vielleicht aber der einzige Weg fürs Tessin, erfolgreich zu sein im Sport. Und ja, die Zukunft wird zeigen, wie sich das Tessin da findet. Hoffen wir vor allem, dass wir erfolgreich sind am Samstag gegen Servette. Viel Glück, Jerome Jason, und Dankeschön. Danke dir.